Und da kommen wir schon zur nächsten Mission. Auf der Jagd. Unterbrechen Sie mich, wenn ich mich irre. Farouk al-Bashir und die PLA wollen am Tag des Erdbebens die Macht im Iran an sich reißen. Sie werden zu einer Bedrohung. Ein paar Wochen später schicken wir 50.000 Marines, um al-Bashir auszuschalten. Wir ziehen im Iran in den Krieg. Wird das etwa eine Geschichtsstunde? Welche Rolle spielten Sie bei der Verfolgung von al-Bashir? Geht's auch präziser? Gut, wenn Sie es ausdrücklich wünschen, schildern Sie Ihre erste Mission. Zuerst sollten wir die Schäden feststellen nach Luftangriffen im Norden von Teheran. Schäden feststellen? Und aus welchem Grund? Vorschriften. Wir suchten nach einem Hauptziel, um es aus der Luft anzugreifen. Nach meiner Beurteilung sind Sie nicht der Typ, der sich an Vorschriften hält. Was hatten Sie für ein Verhältnis zu Lieutenant Colby Hawkins? Sie war eine F-18-Pilotin. Sie? Kenne ich nicht. Als ihr einmarschiert seid, flog sie einen Luftangriff auf al-Bashir. Okay. Hawkins, wir wurden hochgestuft auf Alarmstufe 1. Planänderung. Wir starten jetzt. Der Commander sprach von einer Spezialmission. Für irgendeine Bodenunterstützung sind wir leider nicht auf Station. Okay. Das Support Center wird uns auf dem Laufenden halten, aber wir fliegen eine Mission über Teheran zum Flughafen Mehrabad. Die Aufklärung hat Satellitenbilder und meint zu wissen, wo al-Bashir ist. Okay. Also, dann mach dich für heute mal auf eine Großwildjagd gefasst. Jetzt muss ich dem Auto auf den Hintern starren. Das war so ziemlich. Es sind schon iranische Flieger in der Luft. 9,7 auf der Arsch-Zukneif-Skala. Oh. Wow. Ja. Geile Sache. Mein Gott, wie geil das ist. Farouk al-Bashir wird heute echt einen beschissenen Tag haben. Das sieht geil aus. Und das auch. Wow. Okay, dann mal los. Ich würde mich gerne hier noch ein bisschen umgucken, aber ich merke schon, ich kann hier nichts dran ändern. Erstmal Helm aufsetzen. Okay, wir steigen ein. Nochmal kurz umgucken, bevor wir das Kabinendach schließen. Der Fluglotse. Ah, das sieht doch wirklich geil aus. Wirklich klasse. Coole Sache. Okay, jetzt schließen wir. Okay. Schlag 4-6, hier sind Nummer 2. Schlag 4-6, verstanden. Okay, weiter im Text. Bremsplan und überprüft Klappen und Vorflügel. Du hast den gehört, Hawkins. Klappen und Vorflügel links. Okay. Okay, gut. Wie sieht's auf der rechten Seite aus? Schauen wir mal. Sieht gut aus. System-Check Waffen. Initialisiere HMD Visier. Okay. Aktivieren. Grünes Licht vor. Wechsel zu Geschütz. Okay, Waffe funktioniert. Sieht gut aus. Check Raketen. Raketenschütten, okay. Raketensystem verfolgt. Klärt Checken und Bereitheit. Mhm, Gegenmaßnahmen. Okay, Waffen und Gegenmaßnahmen sind einsatzbereit. Geh zum Abheben, okay. Okay. Wow, geil.
jetzt sind wir dran. Ab geht's. Jawoll! Gib Gas, Alter! So geil! Wow! Jawohl! Coole Sache! Ah, und dann die Musik dabei! So mag ich das. Gucken, ob ich überhaupt zurechtkomme gleich. Wow. Das sieht doch geil aus. Wow. Wow. Jetzt geht es ab. Ich hab Angst. 2-2, Shark 4-6. Bestätige ein Niederfallflugzeug in 2 MiG 29. Greife auf 6000 Fuß an. Shark 4-6, verstanden. Los geht's, Hawkins. Okay. Jetzt wird's ernst. Erfassen, okay. Das ist nicht gerade meine Stärke. Wie man sieht. Jawohl. Hab ich ihn doch noch erwischt. Da ist noch einer. Jawohl. Komm schon. Boah. Oh, verdammt. Da geht nichts. Oh, verdammt. Komm schon.
Jawohl! Keine mehr da? Doch. Ist sie doch erwischt? Okay. Wir leben noch. Jawoll. Okay, da waren wir. Ich kann im Moment nichts machen. Oh nein. Pass auf. Boah, verdammt. Brechen Sie weg. Wir haben Schlag 4-2 verloren. Ich verteidige. Doch. Verdammt! Wir sind getroffen! Wir sind getroffen!